Liebe Internet-Community, herzliche Grüße heute aus Brüssel. Ich bin Mitglied im Entwicklungsausschuss und unser Ausschuss hat sich diese Woche vorbereitet für die UN-Konferenz in New York, an der ich selber teilnehme. Uns geht es darum, die Agenda 2030, die entwicklungspolitischen Ziele, die wir bis dahin neu setzen, zu deklinieren und gleichzeitig Europa stark zu machen, dass wir sie europäisch angehen und nicht nur in den Nationalstaaten. Zu diesen 17 Zielen gehören unter anderem, dass die Armut in jeglicher Form endlich weiter beendet werden muss, dass wir den Hunger beenden, die Ernährungssicherheit weiterentwickeln müssen und gleichzeitig eine inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten. Wir brauchen das lebenslange Lernen und zwar weltweit. Wir wollen die Geschlechtergerechtigkeit und die Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen. Die Ungerechtigkeit innerhalb und zwischen Staaten muss verringert werden. Und gleichzeitig wollen wir Siedlungen und Städte inklusiver und widerstandsfähiger machen und gleichzeitig die Bekämpfung des Klimawandels in all seinen Auswirkungen stärker bekämpfen. Ein für uns sehr wichtiges Ziel ist die Frage nach der guten Regierungsführung. Daran oder dahinter versteht man, dass Regierungen demokratisch agieren müssen, dass Minderheiten gewährleistet werden müssen, dass die Menschenrechte auch der Mitsprache gewährleistet sind, die politischen Rechte gewährleistet sind. Und wir müssen Standards festlegen, wie diese Situation auch kontrolliert werden kann. Es kann nicht sein, dass viele Staaten Gelder bekommen, Entwicklungszusammenarbeit nutzen und missbrauchen für Korruption oder sich das Geld in die eigene Tasche stecken. Deswegen ist eine gute Regierungsführung unablässlich und auch wichtig für diese entwicklungspolitischen Ziele, für die wir stehen. In diesem Fall freue ich mich auf die Konferenz in New York. Wir werden mit Menschen aus aller Welt dazu sprechen, aus allen Institutionen. Und ich werde auf Facebook und auf Twitter über meine Ergebnisse berichten, über meine Erfahrungen, über meine Begegnungen. Von daher, follow me, folgen Sie mir nach New York und bleiben Sie mit mir im Kontakt und im Dialog genau zu diesen entwicklungspolitischen Zielen. Herzlichen Dank.